willkommen zu einem neuen Baubattle. Oh Leute, ich getraue mich das gar nicht zu sagen, aber heute wird's richtig cool, denn wir machen einfach mal ein Diamant versus Goldbaubattle. Ihr seht schon unten, Leute, ich habe nur Sachen aus Diamant. Und richtig, jetzt fehlt nur noch das Gold. Und mit Gold wird heute mein bester Freund Braxy bauen. Yo, was geht, Lumi? Oh, bei mir ist alles gut. Ich hoffe, bei dir auch. Guck mal, du siehst, ich bin blau, deshalb baue ich heute mit Diamant. Und du bist gelb und deshalb baust du heute mit Gold. Richtig, und ich werde dich fertig machen. Du wirst mich fertig machen? Das werden wir ja noch sehen, Leute. Ansonsten, Leute, würde ich sagen, wenn ihr Diamanten cooler findet, lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Gold cooler findet, dann abonniert jetzt. Mal schauen, wer gewinnt. 3, 2, 1. Oh, warte. Gleichstand? Okay, das bedeutet, wir werden es herausfinden müssen, Braxy. Der die schönere Base baut, gewinnt. Oh, ich kann's kaum erwarten. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt auf meine Seite und dann sehen wir uns in 15 Minuten wieder. Viel Spaß, tschüss. Okay, bis gleich. Okay, Leute, ich bin jetzt auf meiner Seite angekommen. Und natürlich werde ich mein Bestes geben, um hier jetzt die coolste Diamantenbase zu bauen. So, Leute, ich habe auch schon eine kleine Idee, wie ich das machen werde. Um ehrlich zu sein, bin ich auch ein bisschen aufgeregt, weil Diamanten sind schon cool. Gold aber auch. Das wird ein richtig krasses Battle, Leute. Okay, Leute. Und natürlich werden wir uns das Bauen ein bisschen einfacher machen. Dafür nehme ich mir wieder meine Zauberaxt, denn damit können wir super einfach bauen. Und natürlich, Leute, werde ich die beste Base bauen. Deshalb werde ich auch versuchen, so gut wie alle Blöcke zu verwenden. Okay, Leute, ich will eine kleine Burg bauen. So eine Diamantenburg. Deshalb fangen wir am besten hier an. Und zwar kommt hier so ein kleiner Turm hin. Den machen wir so 5x5 Blöcke groß. So und zack. Das wird der erste Turm, Leute. Und der wird dann bis nach hinten gehen. So, natürlich müssen wir den Turm auch noch richtig groß machen. Boah, das sieht cool aus, Leute. Und damit wir uns das Bauen ein bisschen einfacher machen, nehme ich jetzt einfach meine Holzaxt so und markiere das Ganze einmal. So, jetzt muss ich nur diesen Command einfügen und zack. Schon kann ich das Ganze komplett voll mit Diamanten machen. So, das machen wir jetzt einmal auf allen vier Seiten. So, und fertig. Der erste Diamantenturm steht, Leute. Ich sag euch, die Diamantenbase wird die coolste Base aller Zeiten, ne? Mal schauen, Leute. Ich frag mal Braxy, wie es bei ihm aussieht. Braxy, wie weit bist du denn mit deiner Goldbase? Die wird richtig cool, na warte. Deine Goldbase soll cool werden. Du hast ja keine Ahnung, was ich baue. Haha. Na, das werden wir ja sehen, wie cool deine Base sein wird. Ja, bau du mal ruhig deine Goldbase weiter. Okay, Leute, wir müssen jetzt hier oben. Was machen wir hier? Wir machen jetzt hier so eine kleine Plattform außenrum. So, weil das soll ja ein Turm werden. Und zack, fertig. Jetzt machen wir hier in die Ecken, so wie damals, Leute, bei den Ritterburgen. Da sah das auch so aus. Boah, das sieht doch richtig cool aus, Leute. Der erste Turm steht. So, das Ganze machen wir jetzt nochmal auf die andere Seite. Und Leute, da ich ja schlau im Bauen bin, mache ich mir gar nicht so viel Arbeit. Denn wisst ihr, was ich mache? Ich kopiere den Turm einfach. Das heißt, wir machen hier die erste Position. Dann fliegen wir hier hoch, machen die zweite Position. Und jetzt müssen wir nur noch nach unten und das Ganze einmal kopieren. So, und jetzt bin ich hier ein paar Blöcke nach drüben gegangen. Und jetzt fügen wir das Ganze einfach ein. 3, 2, 1 und schwupps. Und schaut, Leute, wow, der Turm hat geladen. Und schon seht ihr, Leute, habe ich den Turm einfach auf der anderen Seite. Boah, Leute, ich glaube nicht, dass Braxy genauso schlau baut wie ich. Ich bin einfach der Beste im Bauen. Jetzt brauchen wir hier noch einen Turm und da hinten. So, einmal hier hin, Leute. Und jetzt fügen wir den Turm einmal ein und zack.
Und ihr seht, mit einem Klick haben wir hier den dritten Turm. Das geht alles richtig schnell, oder? Boah, das wird so eine richtige Diamantenbase. Jetzt muss hier der letzte Turm hinkommen, Leute. Ich bin jetzt hier auf der anderen Seite und jetzt wird der Turm wieder eingefügt. Wow! Und schon seht ihr, haben wir den letzten Turm platziert. Das sieht doch Hammer aus. Eine richtige Base baut sich langsam auf. Jetzt müssen nur noch die Mauern gezogen werden. Und dann kann es richtig beginnen. Oh, wartet mal. Braxy, wie sieht's bei dir aus? Bei mir sieht's sehr gut aus. Und bei dir? Also bei mir sieht's auch super aus. Ich bin schon fast fertig. Haha. Das glaube ich dir nicht, erst wenn ich es mit meinen eigenen Augen sehe. Na gut, dann bau mal weiter. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Mauern, Leute. Die machen wir auch ganz einfach. Und zwar machen wir die von hier bis ganz nach drüben, Leute. Das heißt, wir bauen jetzt, zack, hier so eine kleine Mauer auf. Ihr seht das, die bauen wir bis darüber. So, und die müssen wir jetzt natürlich noch richtig weit hochziehen. So, das Ganze machen wir aber auch auf der Seite hier. So, zack. Hier auch nochmal. Und zack. Hier kommt noch eine Mauer hin. So, hier natürlich auch, Leute. Und hier auch noch. Komm schon. Und perfekt. Die Grundmauern stehen also. Die müssen jetzt nur noch nach oben gezogen werden. Das machen wir aber auch ganz schnell. Dafür nehme ich wieder meine Zauberaxt, Leute. Ich meine, das können wir uns echt einfach machen. So, das heißt, wir ziehen eine Markierung, gehen hier runter und fügen den Command ein. Und schon steht die erste Mauer. Das gleiche auf der Seite, Leute. Wir wählen den Block aus, fügen den Command ein und schon steht die erste Wand. Das gleiche jetzt auch auf der Seite. Zack, hier nochmal. Und einfügen. Hier darf natürlich auch keine Mauer fehlen. Bis darunter und zack. Und jetzt fehlt nur noch die letzte Mauer. Und fertig. Wow, Leute. Unsere Diamantenbase sieht ja hammercool aus bisher. Und sie ist noch lange nicht fertig. Jetzt kommt noch ein richtig cooler Part, Leute. Und zwar werden wir hier oben jetzt auch noch so Mauern platzieren. So, wie bei einer richtigen Ritterburg. Genau so. Auf der Seite auch wieder. Das wird so eine richtig krasse Diamantenbase. So, hier auch. So, dann hier die nächsten. Zack. Das gleiche auch wieder auf der Seite. So, überall kommen richtig coole Diamantenblöcke hin. Jetzt hier nur noch die letzte Seite. Komm schon, gleich haben wir es geschafft, Leute. Nur noch ein bisschen. So. Wow, das sieht doch schon mal richtig krass aus. Ich sag doch, Diamanten sind einfach viel cooler als Gold. Jetzt kommt der coolste Teil. Ich glaube auch als allererstes wäre es richtig cool, wenn diese Burg nicht auf Gras ist. Ich glaube, es sieht cooler aus, wenn wir die Burg auf Sand machen. Deshalb mache ich einmal das ganze Gras weg. Und macht dafür Sand hin, Leute. Dafür müssen wir einmal das Gras hier setzen mit Sand. So, perfekt, Leute. Jetzt seht ihr einfach mal, dass die komplette Burg auf Sand steht. Und das sieht doch schon viel cooler aus. Eine richtige Diamantenbase. Aber das war ja erst der Anfang, Leute. Die Diamantenbase muss sicher sein. Deshalb machen wir um die Diamantenbase einen richtig coolen Lavagraben, Leute. Okay, wie machen wir das am besten? Wir lassen hier am besten drei Blöcke Abstand. Und dann kommt hier ein richtig dicker Lavagraben hin. Und den machen wir um die komplette Diamantenbase rum, Leute. Okay, dann würde ich sagen, markieren wir das einmal, fliegen bis hier rüber und dann geben wir diesen Command ein und zack. Schon habe ich alles auf einmal mit Lava ersetzt. Boah, das müssen wir jetzt nur noch um die komplette Base rum machen. Dann ist alles wirklich perfekt, Leute. Das heißt hier, so, dann müssen wir hier rüber gehen und zack. Hier ist der nächste Lavagraben und boah,
Der sieht schon richtig krass aus. Jetzt nur noch auf der Seite. So, das heißt, wir gehen einmal bis nach hier. Geben wieder den Command ein. Zack, der nächste Lavagraben steht. Und jetzt nur noch bis hier hinter. Und zack. Und das letzte bisschen. Boah, sieht das hammermäßig aus, Leute. So muss eine Diamantenbase aussehen. Richtig riesig. Mit ganz vielen Diamanten und einem richtig dicken Lavagraben außenrum. Jetzt ist die Frage, was fehlt noch, Leute? Stimmt, einen Eingang brauchen wir noch. So, das heißt, hier kommt ein richtig cooler Eingang hin, Leute. So, und dann machen wir hier jetzt so ein richtig cooles Diamantentor hin. Boah, das sieht hammermäßig aus. So, hier machen wir natürlich zu, dass hier niemand heimlich rausläuft. Und zack, schon haben wir einen coolen Eingang. Wie wäre es, wenn wir hier immer so kleine Fenster reinmachen? Ja, das sieht dann nochmal viel cooler aus, Leute. So, und hier auch noch eins. Ja, das sieht richtig cool aus. Dann machen wir das auch direkt auf der Seite. So, und zack. Ja, das gefällt mir richtig gut. Das müssen wir jetzt hier auf jeder Seite machen. Das heißt, hier kommt ein Fenster hin. Hier kommt eins hin. Dann auf die Seite hier kommt auch eins hin. So, und hier kommt eins hin. Dann wieder hier auf die Seite kommt eins hin. Da, jetzt der vorletzte Turm. So, und der letzte. Und zack, perfekt. Ja, Leute, jetzt sieht es doch fast perfekt aus schon. So muss eine richtig coole Diamantenbase aussehen. Wow, die gefällt mir wirklich übertrieben gut. Oder findet ihr nicht, Leute? Das ist doch übertrieben heftig. Einfach so eine richtig dicke Diamantenbase. So, also wir könnten vielleicht hier noch so ein paar Fenster reinmachen. So, so hier auch nochmal. Und in die Mitte kommt auch noch ein Fenster. So, das könnten wir eigentlich auch nochmal auf jeder Seite machen. So, ich würde sagen, hier wieder eins. Da kommt wieder eins hin. Und dann hier in die Mitte kommt wieder eins hin. Genau so. Hier auch nochmal. Hier nochmal eins. Und in die Mitte nochmal eins. Das Ganze hier nochmal. Hier auch nochmal. Und dann wieder in die Mitte. Ja, Leute, wir sind gleich fertig. Guck mal, jetzt haben wir hier überall noch so coole Fenster platziert. Das macht, finde ich, richtig viel aus. Jetzt sieht die Diamantenbase nochmal um einiges cooler aus. Das Einzige, was jetzt eigentlich noch fehlt, ist in der Mitte so ein richtig riesengroßer Turm. Den müssen wir jetzt noch bauen. Das wird so mäßig das Hauptquartier, Leute. Das heißt, wir müssen einmal die perfekte Mitte finden, ne? Dafür gehen wir in die Ecke und messen das einmal aus. Also 2, 3, 4, 5... 6 Blöcke. Hier auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und jetzt haben wir hier die Mitte bestimmt und können hier perfekt einen richtig großen Turm hinmachen, Leute. So, zack. Oh mein Gott, das wird richtig krass. Denn der Turm wird nochmal richtig groß, Leute. Denn das wird so ein richtiger Monsterturm. Dann machen wir jetzt hier die Wand hin. So, hier kommt eine hin. Da kommt auch eine hin. Und jetzt hier die letzte. Zack, perfekt. Jetzt müssen wir hier außenrum auch nur noch so Stufen hinmachen. So, wir haben es gleich geschafft. So, und hier in die Ecken kommen jetzt so richtig große Türme hin, Leute. So, zack. Und hier auch. Perfekt. Jetzt machen wir das hier zu, dass hier auch niemand runterfallen kann. Okay, ich glaube, jetzt sind wir wirklich fast am Ende. Jetzt fehlen nur noch ein paar kleine Fenster hier in diesem Turm. Da können wir ein paar größere Fenster reinmachen. So, da ein richtig großes Fenster rein. So, und hier auch nochmal ein richtig großes Fenster rein. So, und fertig, Leute. Jetzt ist die Diamantenbase wirklich perfekt. Also, ich weiß nicht, wie ihr die Base findet, aber ich finde sie wirklich perfekt.
Wenn ihr wollt, könnt ihr die auch zu Hause nachbauen, Leute. Ich finde, die ist wirklich gelungen, Leute. Also, wir haben einen richtig coolen Lavasee. Wir haben 4 dicke Türme mit jeweils 4 richtig großen Mauern. Dann haben wir hier ein paar kleine Fenster. Dann dazu passend einen coolen Eingang. Und in der Mitte den Hauptquartier-Tower. Ja, Leute, denkt ihr, dass Praxi mit seiner Goldbase mithalten kann? Wir werden es jetzt rausfinden, denn die Zeit ist jetzt um. Wir werden uns jetzt Praxi seine Goldbase anschauen und dann werden wir vergleichen, wer die bessere Base gebaut hat. Praxi, bist du denn fertig mit deiner Goldbase? Oh, ich bin fertig, aber ich bin nicht zufrieden. Ha, das ist jetzt zu spät, denn ich werde mir deine Base jetzt anschauen, komm. Okay, komm, aber nicht lachen. Oh, Leute, ihr könnt ja dann entscheiden, welche ihr besser findet. Aber guckt mal bitte, hinter mir, Leute, ist das nicht hammercool geworden? Boah! Okay, Braxi, ich komme rüber in 3, 2, 1 und tada! Oh. Hey! Wow, willkommen zu meiner Pyramide. Du hast also eine Pyramide gebaut, ja? Wie in Ägypten. Die coole Pyramide. Die haben auch ganz viel Gold. Okay, Leute. Wir sind nicht so voreilig. Wir schauen uns das Gebaute einfach mal ganz in Ruhe an. Also, Braxi, du hast eine Pyramide aus Gold gebaut und ich muss sagen, das Gold sieht auf jeden Fall richtig hochwertig aus. Also da kriegst du volle Punkte. Dann, du hast hier so Kakteen verbaut um die Pyramide, damit sie geschützt ist. Das ist auch keine schlechte Idee. Allerdings muss ich sagen, Braxi, Kakteen sind nicht aus Gold. Die sind einfach so gewachsen. Ich kann da nichts für. Oh, Leute, das müsst ihr jetzt entscheiden. Würdet ihr Braxi einen Punkt abziehen, weil er mit Kakteen gebaut hat? Eigentlich ist das gegen die Regeln. Das müsst ihr entscheiden. Wenn ihr wollt, dass Braxi einen Punkt abgezogen bekommt, lasst jetzt mal ein Like da, Leute. Ha! Halt, stopp! Wir haben gesagt, wir bauen die Base in Gold. Aber nicht, dass wir nichts außen herum in Grün machen dürfen. Die Base ist in Gold. Oh, weiß ich nicht. Lass uns doch mal den Innenraum angucken und... Oh, warte mal, Braxi. Hier brauche ich glatt eine Fackel. So. Boah, also ich muss sagen, das hast du cool gemacht, weil du hast einen richtigen Innenraum in deiner Goldpyramide. Schau mal, wir haben hier sogar ein goldenes Sofa und einen goldenen Fernseher. Ja, das sieht ehrlich nicht schlecht aus mit dem Sofa. Das gefällt mir ehrlicherweise. Dann hast du hier eine Treppe. Wo führt's denn hier nach oben? Wow. Das ist mein kleiner Raum, wo ich mich hier hinsetzen kann und aus dem Fenster alles beobachten kann. Schau. Aber das Fenster ist ja undicht, Braxi. Natürlich, weil die Pyramiden doch damals auch undicht waren. Ich habe das versucht, so nah wie möglich zu machen. Ich hätte natürlich auch anderes Glas benutzen können, habe ich aber nicht. Das klingt für mich irgendwie nach einer Ausrede. Na egal, lass uns mal weiterschauen. Du hast ja hier auch noch einen Raum. Na gut, dann schauen wir einmal. Oh, was hast du hier denn für einen Raum gebaut, Braxi? Das ist unser Besprechungsraum. Hier kann ich mich mit meinen Freunden treffen und wir können was Cooles besprechen. Ich verstehe. Also Leute, ihr müsst jetzt in die Kommentare schreiben von 1 bis 10. Wie cool findet ihr Braxi seine Goldbase? Also ich, Braxi, sag dir ganz ehrlich, würde dir eine 6 von 10 geben. Warum nicht eine 8 wenigstens? Ich habe mehrere Räume. Ja, ich finde dafür im Verhältnis ist meine Diamantenbase einfach zu cool. Apropos, Braxi, du musst jetzt dran. Du musst meine Base bewerten. Bist du denn schon bereit dafür? Ich kann es kaum erwarten. Los, los, los. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wird Braxi jetzt meine Diamantenbase bewerten. Okay, Braxi, du darfst rüberkommen. 3... 2, 1 und du darfst kommen, Braxi. Oh, ja. Wie cool ist das denn? Darf ich vorstellen, das ist meine ultimative XXL-Diamantenburg.
Die ist ja mega cool. Warte mal, die muss ich mir einmal drumherum anschauen. Also, man muss auf jeden Fall dazu sagen, alles ist exakt symmetrisch gebaut, dass die Burg in jeder Länge exakt auf dem Block genau gleich lang ist. Jeder Block in dieser Burg ist symmetrisch und hat genau den exakt gleichen Abstand. Das heißt, die Burg wurde quasi von einem Architekten gebaut, so wie ich. Weil ich bin nämlich Architekt Lumi, weil ich so gut gebaut habe. Haha! Ich muss sagen, die sieht richtig cool aus. Aber warte mal, du hast zu mir gesagt, ich darf keine Kakteen benutzen. Und du hast einen Lavasee gemacht. Das ist aber nicht aus Diamanten. Ja, da muss ich dir recht geben. Aber man muss dazu sagen, um Diamanten und Gold herzustellen, müssen die ja geschmolzen werden. Und dazu braucht man Lava. Verstehst du? Ja, das macht Sinn. Ich will deine Base mal von innen anschauen. Also, innen gibt es ehrlich gesagt nicht so viel zu sehen, außer diesen echt coolen Eingang. Ja, dann hat man hier drin auf jeden Fall ganz viel Platz, um sich vor Feinden zu schützen, ne? Und ganz in der Mitte, Braxy, siehst du nochmal einen richtig riesigen Megatower. Wie cool. Und wie komme ich auf dem Tower drauf? Ja, du kannst hier hochfliegen, du Blödmann. Ja, aber ein Architekt muss doch noch eine Leiter hinplatzieren. Ja, Braxy, aber dann hätte ich ja eine braune Leiter benutzen müssen. Es geht ja darum, nur aus Diamanten zu bauen. Und dafür muss ich sagen, ist mir die Base echt gelungen, oder nicht? Aber warum hast du nicht Diamantentreppen benutzt? Weil ich die nicht gebraucht habe. Jetzt hör auf rumzumeckern und bewerte lieber meine Diamantenbase von 1 bis 10. Also ich muss sagen, ich liebe Burgen und die Burg ist richtig cool. Finde ich auch. Das ist echt schwierig. Du hast dich an jede Regel gehalten und ich finde die schon wirklich cool. Ich würde sagen, ich gebe dir eine 9. Eine 9? Leute, das ist ja fast so gut wie eine 10. Und bedeutet, ich hätte mehr Punkte als du. Somit hätte ich das Ganze gewonnen, Leute. Mal schauen, wie ihr abstimmt. Wenn ihr Braxy seine Base cooler fandet, dann abonniert jetzt, Leute. Und wenn ihr meine cooler fandet, lasst ein Like da. Mal schauen, wie ihr euch entscheidet. Wenn euch aber das Baubattle gefallen haben sollte, lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute. Abonniert den Kanal und checkt meinen Freund Braxy in der Beschreibung ab. Und bevor ihr geht, müsst ihr noch auf das Video neben meinem Kopf hier drauf drücken. Das ist auch echt cool. Und jetzt würde ich sagen, bis morgen. Tschüss.